Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zum Comedypreis 2021. 3 Stunden Comedypreis und ein bisschen mehr liegen schon hinter uns. Und ganz im Ernst, wenn Sie mich fragen, die Zeit verging wie im Flug, also jetzt kein Flug nach Australien, sondern eher so Köln-Mühlheim nach Köln-Deutz. Ja, oder? Ja, so kam es mir auch vor. Ja, klimaneutral vielleicht auch nicht so richtig. Das stimmt. Wobei eben in der Werbepause gab es schon so eine kleine Völkerwanderung zu den Toiletten. Man merkt, die Comedy-Szene wird nicht jünger und der Abend eben auch nicht, ja. So. Gut, da interessiert uns natürlich auch, wie geht es denn unserem Exilpartner von Sat.1 bei der Zuschauerfamilie? Mein lieber Ralf, wie sieht es denn aus bei den Sagels? Da, ne? Die haben mich zu Ralf. Ralf. Ja, ich sag's ja. Entschuldigung. Gut sieht's aus. Bei uns sieht's gut aus. Wir haben uns schon ein bisschen fertig gemacht. Ich darf heute Nacht bei Familie Sager übernachten. Ist das nicht ein Knaller? Ich bin auch ganz froh, ehrlich gesagt, weil unter uns die Hotels, die Sat.1 immer zur Verfügung stellt. Oh. Also vielen Dank, dass ich bei euch pennen darf. Ich komme zu euch. Gucken wir uns den Schluss gemeinsam an. Macht Platz. So, wir gehen zurück ins Studio. Viel Spaß. Ich drücke den Gewinnern alle Daumen. Wir drücken den Gewinnern alle Daumen, oder? Ja! Ja. Also super. Die noch gewinnen können. Viel Spaß, Kuschel, schön. Super. Danke, Ralf. So, und jetzt kommen wir zu dem Comedy-Preis, von dem wohl alle KünstlerInnen träumen. Der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin unter den Comedy-Preisen. Der Ehrenpreis. Hm. Wer diesen Preis hat, der wird quasi auf Händen getragen. Überall gibt es Freibier, Zimmer-Upgrade und vor allen Dingen Handwerkertermine noch im selben Jahr. Ja, ob das wirklich stimmt, aber mein, schön wär's. Und ich sehe auch schon einige, die sich Krawatte noch mal zurechtrücken, den Lidstrich noch mal nachziehen. Aber ich sag mal, um diesen Preis zu bekommen, ja, da muss man, wie wir gehört haben, manchmal sehr lange warten. Und man kann jetzt nicht nur irgendwie so, weiß ich nicht, ein bisschen was auf der Tanzkarte haben. So 500 Views bei TikTok oder so oder Ensemblemitglied bei QVC. Das reicht natürlich nicht in dieser Kategorie. Für wen es in diesem Jahr aber tatsächlich gereicht und das völlig zu Recht hat, das verrät uns die Frau, die jetzt kommt. Unsere Laudatorin für den Ehren-Comedy-Preis. Hier ist Hazel Brugger! Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ganz oldschool, wie es ja beim Ehrenpreis so ist, lese ich hier von einem Zettel ab. Es ist mir eine riesige Freude, heute die Frau zu würdigen, die den Ehrenpreis des Deutschen Comedypreises 2021 gewinnt, Maren Kreumann. Diese Frau ist ein Phänomen. Lustig, haltungsstark, klug, sympathisch, in allem, was sie tut, irgendwie relevant und intelligent. Und trotzdem gewinnt sie zur besten Sendezeit einen Preis auf Sat.1. Aus gutem Grund natürlich, was für eine Karriere, was für ein Talent. Und das als jemand, der einer Gruppe angehört, die in Sachen Humor eher als zurückgeblieben gilt. Ja, Maren Kreumann ist Deutsche. Maren ist und bleibt eine Vorreiterin und war ihrer Zeit immer schon voraus. Sie hatte schon ihr Coming-out, da haben viele in Deutschland sich kaum getraut, das L-Wort in den Mund zu nehmen. Aber Maren hat sich selbstbewusst hingestellt und gesagt, ja, ich bin eine Frau und ich bin lustig. Ja, und lesbisch ist sie auch. Ob Hella von Sinnen, Tané, Kerstin Ott oder Felix Lobrecht, Maren ist ein Vorbild für viele Lesben. Und was für ein Vorbild. Diese Frau ist eine begnadete Sängerin, Schauspielerin und hat etwas, von dem Atze Schröder nur träumen kann. Maren hat schon mal einer Frau einen Orgasmus beschert. Und Maren ist obendrauf unglaublich lustig. Aber man soll Frauen ja nicht immer nur auf ihren Humor reduzieren, auch nicht beim Comedypreis. Deshalb sei hier nochmals explizit gesagt, Maren ist nicht nur lustig, sie ist auch alt. Maren Kreumann ist 72 Jahre alt und tritt immer noch auf. Nicht schlecht für jemanden, bei dem das Wort Rheuma schon im Namen steckt.
Maren ist, das stimmt wirklich, ein Jahr älter als die ARD, wo sie eine eigene Sendung hat. Übrigens wirklich eine sehr fantastische Sendung, Krollmann. Die ist sehr unkompliziert zu produzieren. Beim Filmen mit Maren braucht man nämlich keine Klappe. Um Bild und Ton zu synchronisieren, verwendet das Drehteam einfach das laute Knacken von Marens Hüfte. Maren ist 72, ich bin 27. Ich bin also quasi Maren Krollmann, aber von hinten. Was ich damit sagen will, Maren, ist, mein Gesicht sieht aus wie dein Arsch. Knackig und mit einem fetten Smile. Und wer jetzt sagt, das ist aber flacher Humor, immer diese Comedians von hinten, Ficky-Ficky-Humor, der sei daran erinnert, wir sind hier immer noch bei Sat.1. Maren hat Eier. Maren hat richtig Eier. Die Frau ist krass. In manchen Kreisen nennt man sie nur Maren Kockmann. Elephant in the room. Ich meine, nein, das steht hier, habe ich hier hingeschrieben. Ich meine, hier in diesem Saal sitzt ein Elefant. Oder was ist das für ein graues, runzliges, vom Aussterben bedrohtes Wesen da? Ach, Maren, du bist ja höchstpersönlich gekommen. Bist du aufgeregt? Ja, du zitterst wie Lesbenlaub. Für mich ist es eine wahnsinnige Ehre, heute hier stehen zu dürfen und diese Bühne für dich aufzuwärmen, liebe Maren. Und daher möchte ich nicht noch länger reden, sondern zum Höhepunkt dieses Abends fortschreiten. Maren Krollmann gewinnt den Comedy-Preis. Wobei... Es muss korrekterweise eigentlich heißen, der Comedy-Preis gewinnt Maren Krollmann. Denn die Anwesenheit dieser Frau ist die größte Auszeichnung, die eine Veranstaltung sich wünschen kann. Und jetzt bitte einen tosenden Applaus, einen Applaus, der so laut ist, dass man das Knittern ihrer Haut nicht hören kann, dass man das Rasseln ihrer Zähne vom Alter durchtrieften Lunge beim Gang hier auf die Bühne hoch nicht hören kann. Hier kommt die Frau, für die sich das Warten heute Abend vor den Bildschirmen gelohnt hat. Hier ist die absolut unglaubliche, köstliche, einfach nur fantastische Maren Krollmann. Bevor du gleich einmal dich bedanken darfst, wollen wir noch mal schauen, was du alles Großartiges bisher geleistet hast und hoffentlich auch noch leisten wirst. Guck mal. Ehrenpreis. Glückwunsch, bitteschön. Maren Krollmann, deine Bühne. Jetzt bin ich doch froh, dass ich hergekommen bin. Ich habe mir überlegt, weil ja so eine Wolke über diesem Saal hier schwebt. Hazel hat es gesagt, dieser Elefant. Und es ist ja ein Thema, das uns alle beschäftigt, weil es uns alle angeht. Ein Kollege von uns hat Übergriffe gemacht und eine junge Kollegin hat das gesagt.
Ich setze mich ja seit Beginn meiner Karriere dafür ein, dass die Geschichten von Frauen gehört werden. Ich werde jetzt dafür ausgezeichnet, dass ich lustige Geschichten erzähle. Und es gibt Frauen, die eben Geschichten erzählen, die ihre Geschichten sind, die nicht lustig sind. Und sie werden nicht so gerne gehört. Und ich möchte eigentlich nur sagen, dass ich das ein Missverhältnis finde. Wenn man uns hört, dann muss man uns als ganze Menschen hören. Nicht nur die Comedians. Bei Comedians kann man immer noch sagen, Kunstfigur, die meinen das nicht so. Was uns im wirklichen Leben passiert, ist real. Und ich möchte gerne, dass, ich hätte gerne gehabt, dass Verantwortliche hier für diesen Preis und auch von dem Sender die Eier gehabt hätten zu sagen, wir solidarisieren uns nicht nur mit unserem beliebten Künstler, sondern mit den Frauen, die betroffen sind. Ich würde mir wünschen, dass ihre Geschichte gehört wird, dass diese Frauen ernst genommen werden, dass sie respektiert werden, dass man ihnen glaubt. Ich wollte eigentlich ein bisschen von früher erzählen und sagen, wie das anfing, also warum ich auch so lange gebraucht habe, um zur erfolgreichsten Phase meines Lebens zu kommen, weil ich nämlich so spät angefangen habe. Und ja, weil es einfach sehr schwierig war damals in den 80ern. Anfang der 80er fing ich an, auf die Bühne zu gehen und da gab es keinen Humor von Frauen. Meine Idole waren Frauen, die ihre Rollen geschrieben bekamen. Das waren Partnerinnen, das war die wunderbare Evelyn Hamann, das war die sehr lustige Beatrice Richter bei Rudi Carrell, das war Rotraud Schindler bei Deli Hallervorden, das waren meine Idole. Das waren aber Frauen, die nur im Universum von einem Mann vorkamen, der für sie schrieb. Und auf die Bühne zu gehen mit einem eigenen Thema, mit sich selbst als Thema, das gab es nicht. Und entsprechend waren wir, die das machten, also mir ist es so gegangen, stießen auf große Ablehnung und auf, dass wir runtergemacht wurden und nicht ernst genommen wurden. Ich erinnere mich, dass Tomaten auf mich geschmissen wurden. Ja, es klingt jetzt wie Opa erzählt aus dem Weltkrieg, aber ich möchte es doch mal sagen. Tomaten wurden geschmissen. Ich hörte öfter bei meinem Programm dann so einen Satz aus dem Publikum wie, Quatsch nicht so viel, Mädel, sing lieber. Singen ging, singen war auch tendenziell erotisch und wohlklingend, aber die eigenen Gedanken, das war schwierig. Und ich erinnere mich noch sehr gut, das war 1985, ja, da habe ich schon gelebt, da hatte ich mein erstes Engagement bei dem Scheibenwischer, das war die wichtigste Kabarettsendung des ausgehenden 20. Jahrhunderts mit Dieter Hildebrandt und es war wie ein Ritterschlag, dass ich da mitmachen durfte. Und ich musste meinen ganzen Mut zusammennehmen und ich bin zu dem Partner und Regisseur von Dieter Hildebrandt gegangen und habe gesagt, ich habe doch schon ein eigenes Bühnenprogramm gemacht, kann ich nicht meinen Text selber schreiben? Und dann sagte er, der duzte einen immer gleich, der sagte, nee, dafür haben wir unsere Leute, das waren natürlich männliche Autoren, dafür haben wir unsere Leute, du singst dein Lied, dann gehst du zweimal über die Bühne und wackelst mit dem Arsch. Daran, dass hier keiner lacht, sehe ich, dass es heute im Grunde noch genauso ist. Es ist gar keine Pointe, es ist irre. Und wenn ich heute die Veranstaltung angeguckt habe, also geht es noch jemand so wie mir, dass ich ein paar Frauen einfach vermisst habe auf der Bühne? Und wer hat sich das Kleid ausgedacht, was die fabelhafte Kollegin trägt, die die Preise bringt? Die Geschichte mit Dieter Hildebrandt hatte eine positive Wendung, denn das übernächste Mal, als ich beim Scheibenwischer war, durfte ich wirklich selber schreiben. Und ich kann mich auch gar nicht beklagen. Ich hatte also auch Unterstützung eben von diesen weißen Cis-Männern. Und da gab es eben auch... Jawohl, Unterstützung von dieser Seite. Es gab die aufgeklärte Variante, außer Hildebrandt, der wirklich auch Frauen ein Forum gab beim Scheibenwischer dann irgendwann.
möchte ich mich vor allem bedanken bei dem wunderbaren, wirklich großartigen Jürgen Brest. Der war sehr lange der Unterhaltungschef von Radio Bremen. Der hat Rudi Carrell gefördert, der hat Loriot zum Schreiben gebracht, der hat Habe Kerkeling aufgebaut. Und der hat mir eben auch diese Chance gegeben, eine eigene Sendung zu machen. Und das in der Zeit, wo die Grundwahrheit war, Frauen sind nicht komisch. Das war sehr mutig von ihm. Und er musste mich übrigens überreden, das zu machen, weil ich mir es nicht zugetraut habe. Auch das war typisch, weil ich dachte, wenn es noch keine gibt, die das macht, eine Satiresendung bei den Öffentlich-Rechtlichen, wieso bin ich dann die Erste, die das kann? Ich hab's gedacht, ich kann das nicht. Ich habe es dann aber gemacht, ich war ja beherzt und dann ist es weitergegangen. Diese Sendung lief gut, sehr erfolgreich, die wurde dann abgesetzt, aber kaum waren 20 Jahre vergangen, schwupps hatte ich schon wieder eine neue Sendung in der ARD. Und da war auch wieder Radio Bremen beteiligt. Annette Strelow, die wunderbare Redakteurin, die auch die Idee hatte, so eine Art Remake von Nachtschwester Kreumann zu machen. Und ein großes Glück ist auch die Produktionsfirma, die ich mir ausgesucht habe. Das ist die Bild- und Tonfabrik. Ich danke Philipp Kiesbauer und Matthias Mohmann, dass sie damals Ja gesagt haben. Das ist eine Truppe von jungen Menschen, die sind halb so alt wie ich und inzwischen haben wir über 50% Frauenanteil hinter der Kamera. Es ist ganz toll. Die haben sowas, ein bisschen was Studentisches, aber wirklich brillant studentisch. Und ich bin ja im Grunde auch nur eine in die Jahre gekommene Studentin, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte zu den jungen Kabarettistinnen und Comedians was sagen. An die denke ich nämlich den ganzen Abend schon. Ich denke, wie, wenn die das sehen, was denken die? Ich möchte euch sagen, nehmt es auf alle Fälle selber in die Hand, euren Beruf. Schnappt euch die Mikrofone bei den Poetry Slams, schreibt Blogs, macht Podcasts, erstürmt die Bühnen, zeigt euch, macht eure Texte, zeigt, wer ihr seid, zeigt, welches Hirn ihr habt und dass ihr lustig seid. Und bitte, bitte, und das meine ich ganz ernst, achtet auf euch, ernährt euch gesund, macht Yoga, umarmt Bäume, habt guten Sex. Einfach, damit ihr noch nicht tot seid, wenn euch die späte Ehrung erreicht. Der Preis, nicht vergessen. Maren Kreumann, Ehrenpreisträgerin 2021. Direkt bei uns, das ist jetzt zu Ende. Wir sind am Ende der Show angekommen. Das war der Comedy-Preis 2021. Wir bitten jetzt alle Preisträgerinnen nochmal zu uns auf die Bühne. Und an dieser Stelle vielen herzlichen Dank an Katrin, an die Heavy Tones, an das Team hinter den Kulissen und an Sie zu Hause. Danke auch an dich, Steven. Es war toll. Und natürlich auch nochmal Grüße nach Köln zu Ralf Schmitz und Familie Sagel. Danke an Sie zu Hause. Und der Gewinner oder die Gewinnerin des Toyota Yaris ist jetzt hier unten eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch. Machen Sie es gut, schönen Abend. Tschüss, passen Sie bis auf bald. Sie auf. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht, Mama Esther. Gute Nacht, Ralf. Gute Nacht, Papa Martin. Gute Nacht, Ralf. Gute Nacht, Oma Antonia. Gute Nacht, Ralf. Gute Nacht, Joanna. Gute Nacht, Timon, Henrik, Elmo, Erwin, Nike und Fine. Gute Nacht, Ralf. Gute Nacht, Ralf. Mama Esther, ich kann nicht schlafen. Warum denn nicht, Ralf? Ich glaube, euer Hund besteigt mich. Das kann nicht sein. Elmo ist doch im Garten. Oh mein Gott!